Hallo und herzlich willkommen zu den FIMO Creative Weeks. In Kooperation mit Städtler und vielen anderen Künstlern zeigen wir euch zusammen 9 Wochen lang jeden Freitag ein weiteres Thema, zu dem ihr basteln und kreativ werden könnt. Eure Werke ladet ihr dann auf der Städtler-Seite hoch. Habt damit die Chance, ein großes Materialpaket zu gewinnen. Verwendet die Hashtags MyFIMO und MakeItReal. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Thema diese Woche ist Polygone und ich habe daraus diesen wunderbar tragbaren Schmuck gemacht. Wir benötigen ein langes scharfes Messer, FIMO Soft Weiß und FIMO Effekt in Granit oder 2 Farben eurer Wahl. Ein paar Eyepins und ein Nadeltool oder ein Zahnstocher. Allererstes öffnen wir die Verpackung an ihrer Naht in der Mitte und nehmen jeweils einen der Blöcke heraus. Im richtigen Öffnen der Verpackung könnt ihr nachher euer restliches FIMO darin wieder einwickeln und somit wieder gut verpacken. Nun schneiden wir uns jeweils einen Streifen ab. Die Rillen im FIMO bewirken übrigens, dass ihr das richtige Mischverhältnis herstellen könnt. Und nun schneide ich von beiden Stücken noch ein kleineres Stück ab und mische sie so lange, bis ich einen Marmoreffekt bekomme. Wenn euch das Mischverhältnis gefällt, räumen wir das Ganze zu einer kleinen Kugel und formen es anschließend zu einem Würfel. Nun nehmen wir das scharfe Messer und schneiden einmal jeweils die Würfelecken vorsichtig ab. Danach schneiden wir die seitlichen Ecken noch einmal alle 4 rundherum ab. Jetzt wird es etwas kniffliger. Jetzt schneide ich 4 Seiten von der Seite ein, also schräg von unten, damit es diese Steinkonsistenz bekommt. Drehe das einmal auf den Kopf und mache dasselbe auch nochmal wieder von unten. Und so bekommt ihr eigentlich einen wunderbar gut glatt geschnittenen Stein hin. Um den Stein jetzt groß zu verformen, stechen wir mit einem Nadeltool oder einem Zahnstocher jetzt ein Perlenloch hinein. Das bewirkt, dass wir ihn nachher auffädeln können. Und nun zeige ich euch hier nochmal eine weitere Variante, wo ich einen Stein geschnitzt habe und ihr könnt dann anschließend, wenn ihr kein Loch reinschneiden wollt, weil ihr Angst habt, es zu verformen oder es euch nicht so gelingt, zum Beispiel auch einfach ein Eyepin nehmen und den vorweg reinstechen, den mitbacken und anschließend vergrößern wir das Loch dann mit einer anderen Technik. Wenn ihr für euch genug Steine geschnitzt habt, kommt das Ganze wieder in den Ofen auf mittlerer Schiene auf Ober- und Unterhitze bei 110 Grad 30 Minuten. Nach dem Auskühlen können wir jetzt unsere Steine weiterverarbeiten zu unserem Schmuck. Dafür brauchen wir Eyepins, Ketten in verschiedenen Stärken, Ohrhaken, einen Verschluss und Biegeringe, natürlich unsere Zangen und die Steine. Ich habe 5 für die Kette gewählt und 2 für die Ohrhaken. Ich beginne mit den Ohrringen und dafür brauchten wir erstmal einen Nietstift oder ich habe hier so einen Kugelkopfstift genommen. Da forme ich oben eine Öse vorsichtig um die Rundkranzzange herum und mache sie fest, sodass wir die Steine dann an den Ohrring hängen können. Gebt euch dabei ruhig ein bisschen Zeit. Da ich möchte, dass meine Ohrringe so ein bisschen in der Luft baumeln, überlege ich mir, dass ich eine Kettenlänge mit dran hänge, ungefähr 5 cm und schneide mir davon 2 Stück zu. Dann verbinde ich mit den Biegeringen alle Elemente miteinander und habe meine ersten Ohrringe fertig. Eure
Löcher zu klein sind oder ihr mit dem Eyepinnis vorgestochen habt, dann kann ich euch diesen Handbohrer sehr empfehlen. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Er hat mehrere Bohrköpfe und es eignet sich sehr, sehr gut, um damit im Fimo die Löcher nachzubohren, verschiedene Größen zu erstellen oder allgemein einfach verschiedene Arbeiten damit durchzuführen. Passt der Stein auch perfekt an das Nylonband, weil das Loch jetzt groß genug ist, fehlen wir das einmal durch. Am Ende mache ich noch einen Schieberknoten, den habe ich euch schon ganz oft in Videos gezeigt. Ich verlinke euch das Video nochmal hier unterm i, indem ihr nur rechts und links einmal die Knoten überkreuz an das andere Band knotet, versiegelt das mit einer Quetschperle, damit es nicht mehr abrutschen kann und fertig ist eure einzelne Gemstone-Kette. Möchte mir dazu noch eine etwas aufwendigere Statement-Kette basteln, habe hier 5 der schönsten Steine aneinander gelegt und geschaut, wie sie mir gefallen und ziehe durch jedes jetzt einmal einen Eyepin durch. Wichtig dabei ist, damit die Perlen richtig aneinander fallen, dass die Ösen dieselbe Höhe haben und nicht versetzt aneinander gerollt sind, wenn ihr versteht, was ich meine, also dass sie so aussehen, dass wie 2 Ohren gerade zueinander gucken. Damit klemme ich jetzt die Öse in meinen Daumen und drehe, damit es sich nicht mehr verrutscht. Dann vorsichtig mit der Rundkranzzange die Öse ein und das mache ich bei allen 5 Perlen. Und so sollte das dann ungefähr aussehen. Ich biege jetzt die Ösen vorsichtig auf und hänge alle Steine aneinander. Wenn das zu eng sein sollte, könntet ihr da auch kleine Biegeringe zwischensetzen. Und am Ende fädel ich rechts und links dann einen Biegering ein, hake dort die Kette mit ein. Ich habe hier 20 cm pro Seite gerechnet. Ihr könnt aber selber an euch ausmessen, wie lange es auf euer Dekolleté fallen soll. Und ganz am Ende hänge ich noch einen Verschluss ein. Und dann sind wir auch schon mit unserem Schmuck fertig. Und ich finde, er sieht richtig toll aus und ich fühle mich pudelwohl in diesem wunderbaren Schmuck aus Fimo und ihr habt was Eigenes für euch kreiert. Zeigt mir eure Werke unter dem Hashtag BeckyLemonFimo und vergesst nicht, den Hashtag MyFimo und MakeItReal für Städtler zu verwenden. Und seid auch wieder dabei, wenn nächsten Freitag ein neues Video online geht. Ihr könnt hier meinen Kanal abonnieren und verpasst kein weiteres Video mehr. Und hier könnt ihr nochmal in das Video von letzter Woche reinklicken. Ich wünsche euch einen kreativen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, eure Becky. Tschüss.